Nun, euer Ehren, die Beweise deuten darauf hin, dass das Opfer den Mörder identifizieren wollte. Ja, ich denke, das ist die logische Schlussfolgerung. Verdammt, das ist nicht gut. Die Anklage möchte die nächste Zeugin aufrufen. Das arme, unschuldige Mädchen sah den Mord mit eigenen Augen. Die Mama ist auch fertig. Frau April Mai und ihre Schwester Frau Januar Februar. Soll bitte in den Zeugenstand treten. Na, was genau? Ihr soll unschuldig sein. Oh Gott. Zeugin, nennen Sie uns bitte Ihren Namen. April Mai, zu Ihren Diensten. Oh Gott. Oh, ich will jetzt schon. Oh, ist das. Oh, das tut so weh innerlich. Ach. August, wo ist August? August ist am Ruheputzen vor der Halle, keine Ahnung. Ruhe, die Bekanntmachung dient nicht zur Belustigung der Menge. Die Zeugin hat diese kokette Zwinkerei zu unterlassen. Oh, ja, euer Ehren. Das ist nicht gut. Sie hat schon die Herzen aller Männer im Gerichtssaal erobert. Sagen Sie uns, wo waren Sie in der Nacht des 5. September, als der Mord verübt wurde? Mann, ich war, glaube ich, in meinem Hotelzimmer. Ich hatte gleich nach dem Mittagessen eingecheckt. Und dieses Hotel befindet sich direkt gegenüber der Anwaltskanzlei Fay und Partner? Stimmt, mein Großer. Oh, nee, ich will nicht. Hi, Dave, Uwe, Zwinker, Zwinker, oh Gott. Bobby Bunn. Sag mal. Bitte sagen Sie vor Gericht aus, was Sie gesehen haben. Okay, Zeugenaussage. Jetzt. Dave hat das kokette Zwinkern nicht nachgemacht. I call fake. Dann mach ich auch nicht nach. Es war 21 Uhr oder so, abends. Ich sah aus dem Fenster. Sie wissen schon. Und dann, ich sah, wie eine Frau mit langen Haaren angegriffen wurde. Die wurde von der grauen Monster auf der Anklagebank angegriffen. Dann wich die Frau zur Seite aus und wandte weg. Aber das Mädchen, es holte sie ein und das Mädchen schlug sie. Dann brach die Frau mit den langen Haaren, sie brach zusammen. Ende. Das ist alles, was ich sah. Jede winzige Kleinigkeit. Wie auch schön das Dekolleté. Man hat es doch... Immer über die Textbubble drüber. Das ist... Nun, euer Ehren. Ich verstehe. Das ist eine bemerkenswert solide Aussage. Ich sehe keinen Anlass, die Zeuge noch weiter zu beanspruchen. Moment, euer Ehren. Ja, Herr Wright. Was ist mit meinem Kreuzverhör? Ich dachte, die Aussage der Zeugin war sehr solide. Sind Sie etwa anderer Meinung? Herr Wright, soweit ich weiß, waren Sie Frau Mia Fays Stellvertreter, nicht wahr? Dann müssen Sie mit Ihren Methoden ja gut vertraut sein. Ihre gemeine Art, winzige Fehler in einwandfreien Aussagen zu finden. Hey, wie können Sie nur? Nun, Herr Wright, werden Sie die Zeugin zu einem Kreuzverhör unterziehen? Na, natürlich! Ich werde gerne mit dem Kreuzverhör beginnen. Und wenn es nur deshalb ist, dass ich glaube, dass etwas das nicht passt. Sie muss doch irgendeine Schwachstelle haben. Nun gut, beginnen Sie mit Ihrem Kreuzverhör. Wo läuft Dekolleté? Das seht ihr nicht. Das gibt's nur auf Only Dave. Es war 21 Uhr. Oder so. Aus dem Fenster. Ja. Warte. Hebzig Mauber Dekolleté, genau. Da ist ein Fenster. Und dann, ich sage, eine Frau mit langen Haaren angegriffen wurde. Sie wurde von der grauen Masse auf der Anlagebank angegriffen. Dann wich die Frau zur Seite aus und rannte weg. Das siehst du nicht. Wo soll sie denn hinlaufen? Ein Schritt zur Seite ist doch nicht weglaufen. Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Ach ja? Ich sehe keinerlei Widerspruch. Wie? Wirklich nicht? Einspruch abgelehnt. Wie? Was? Das passt nicht. Das, nee.
Okay, dann greifen wir jetzt einfach jede Aussage wieder an. Nein, schon. Ich war der Weihe nach. So. Das ist ja Quatsch. Es ist leider schon schade, dass man nur auswählen kann, was das Spiel vorgibt. Ja, weil das, also wirklich. Wenn die rumlaufen, dann siehst du das ja nicht mehr. So. Warum haben sie das getan? Hä, warum? Wie, warum, was? Warum haben sie aus dem Fenster geschaut? Haben sie erwartet, etwas zu sehen? Oh, nun, Mann. Das ist alles? Aus dieser Frage kommen sie mir nicht so leicht raus. Ich hatte sowas wie... ein gewisses Gefühl eben. Ich habe das Gefühl, dass sie versucht, der Frage auszuweichen. Vielleicht soll ich sie jetzt stärker angreifen. Natürlich. Mal sehen, wo uns das führt. Sie hatten doch sicher einen Grund, um zu dieser Uhrzeit aus dem Fenster zu sehen. Ich... Ah, oh. Herr Wright, ich werde nicht zulassen, dass Sie meiner Zeugin so zusetzen. Zusetzen? Sie können das nicht lassen, sie mit banalen Fragen zu ärgern. Ich denke wirklich, dass das unterbunden werden sollte. Ja, ja, das muss man aufhören. Buh, das arme Mädchen. Bald solche Spiele mit ChatGPT, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ruhe! Herr Wright, ich habe Sie gewarnt. Armes Mädchen, was bin ich dann erst? Sie blickten aus dem Fenster. Was sahen Sie als nächstes? Und dann, oh, ich sah, ja, wie angegriffen wurde. So, ja. Die Frau mit den langen Haaren. War das Mia Fey? Schlank? Irgendwie, manche würden sie auch hübsch nennen, wenn das ihr Ding ist. Mein Ding? Und ihr Angreifer? Die wurde von der grauen Maus dort auf der Anklagebank angegriffen. Das kann ich doch gar nicht sehen, es war dunkel. Wie können Sie wissen, dass es die Angeklagte war? Hä? Nun, Sie wissen schon. Sie war mädchenhaft gebaut. Frauen haben einen Blick dafür. Sehen Sie, ich weiß es einfach, okay? Es befand sich nur eine kleine Person mit mädchenhafter Figur am Tatort. Die Aussage ist wasserdicht, euer Ehren. Hat recht, nein! Es war dunkel. Einen Augenblick mal. Diese Aussage ist unglaubhaft. Was? Frau May, ich möchte wetten, dass Sie nichts gesehen haben. Es war dunkel. Haben Sie die Angeklagte überhaupt gesehen? Herr Wright, was hat das zu bedeuten? Ja, ja, was soll das? Könnte mich bitte jemand aufklären, was das Ganze bedeutet? Okay. Wenn Sie meine Klientin, Mia Fey, wirklich gesehen hätten, wäre Ihnen Ihre Kleidung als erstes aufgefallen und nicht Ihre Figur. Niemand trägt solche Kleidung im alltäglichen Leben, außer ihr. Ich bin zwar kein Modeexperte, aber Ihre Frisur sieht auch nicht gerade alltäglich aus. Doch in der Aussage der Zeugin werden diese beiden Fakten nicht erwähnt. Die Aussage ist Schwindel. Aber... Wir wissen aber nicht, ob sie am Abend des Mordes auch so angezogen war. Waren Sie, euer Ehren. Ich habe sie gesehen. Und Inspektor Gumshoe auch. Hm. Was haben Sie dazu zu sagen, Frau May? Was wollen Sie damit sagen? Sie fieser Anwalt. Ich sah, was ich sah. Ich dachte nur, diese vielen kleinen Details seien nicht wichtig, Süßer. Frau May, das Gericht möchte Sie daran erinnern, bei Ihrer Aussage nichts auszulassen. Tut mir leid, euer Ehren. Ich werde ein artiges Mädchen sein. Versprochen. Nochmal Ihre Aussage, wenn Sie so nett wären. Verdammt, ich hatte sie fast. Okay, also immer angreifen und wenn man dann den konkreten Gegenbeweis hat, aus dem eigenen Beweisfundus was entgegenbringen. Verstehe. Dass wieder das Zwinkern vergessen. Ja, ja, ich habe alles gesehen, ehrlich. Das Opfer, die Frau, wich dem ersten Angriff aus und rannte nach rechts. Das Mädchen in den Hippie-Klamotten rannte ihr nach. Und sie schlug mit dieser Waffe. Ich hab's gesehen, ehrlich. Diese Uhr, diese statuenartige Uhr, der Denker, denke ich. Woher weiß sie, dass es eine Uhr ist? Das wurde nicht einmal gesagt hier. Nun, überrascht sie die Genauigkeit meiner Schilderung? Hihi. Ja, viel zu gut einstudiert. Ich verstehe. Ich wünschte mir nur, Sie hätten das von Anfang an getan. Bitte beginnen Sie mit dem Kreuzverhör.
So. Ja, sie, genau. Lance sagt auch schon, sie weiß, dass es eine Uhr ist. Da, ah, bla 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 bla. Moment mal! Eine Uhr? Wurde das nicht in einer anderen Aussage vor kurzem schon mal erwähnt? Ne, nun, schauen Sie nicht so sauer, Herr Rechtsanwalt. Man kann nicht immer gewinnen. Nein. Aber ich habe das Gefühl, dass ich auf der richtigen Spur bin. Verdammt! Hä? Ihre erste Aussage war wohl, was Edgeworth Sie sagen lassen wollte. Also war das die Aussage mit Ihren eigenen Worten. Zeit anzugreifen. Ja, hä? Ich greife das einfach nochmal an. Nein, woher wurde nicht? Hä? Ja, sie sehen so, ne? Dann mal. Wo kam diese Waffe her? Sie nahm sie vom Schreibtisch. Ich verstehe. Welche Art von Waffe war das? Diese Uhr, diese statuenartige Uhr, der Denker, denke ich. Meine Mom. Heißt rechts aus Ihrer Sicht vom Hotel aus rechts? In welcher Hand hatte ich nur wieder das Messer? Richtig. Es war meine rechte Hand, richtig, ja? Zufrieden, Herr Wright. Bitte fahren Sie fort. So. Das ist alles an. Wie schön für Sie, dass Sie, dass Ihnen Ihre Hippie-Klamotten wieder eingefallen sind. Das war doch was Sie... Ich meine, ich hatte sie doch an. Oh, und sie hatte einen Knoten im Haar. Also, nee, das war nicht sie. Was ist dann passiert? Sind Sie schön mit dieser Waffe? So, du hast gar nichts gesehen. Mich haben sie also auch gesehen? Natürlich. Ich würde diese Igelfrisur überall wieder erkennen. Igelfrisur. Die Säugin hat persönlich angefangen, die Verteidigung zu unterlassen. Oh, war ich ein böses Mädchen? Tut mir ganz doll leid. Schon gut, fahren Sie fort. Das kann, das stimmt doch auch nicht. Halt. Also nicht zurückgehen in den Aussagen? Nee. Also. Doch, ich kann so hin und her. Oh, tatsächlich, ich kann hin und her gehen. Ja, so. Ich bin doch nicht so ganz mit diesem Aussagesystem. Dave, so, da ist der Wurm drin, aber wo ist denn der Wurm jetzt? Ja, gute Frage. Sie kann uns gar nicht gesehen haben. Zumindest während dem Mord. Da waren wir gar nicht da. Deswegen, das ist Quatsch. Das würde ich gern jetzt eigentlich, Hier. Nochmal. Ach Gott, wo kam die Waffe her? Vom Tisch. Vom Schreibtisch, ja. Ich verstehe gerade nicht, was ich angreifen soll. Kann ich dazwischen eigentlich noch irgendwas machen? Ja, hatten wir auch schon. Mal alles durch. Okay. Am Tisch, ja. Uhr, alles okay. Oh. So, lass ich mal wieder hinhocken jetzt. Ich muss denken. Stehen denkt sich so schlecht.
So. Ich muss in den berühmten Dave'schen Schneidersitz, sonst kann ich nicht denken. Die Wahrheit. Ja. Optionen sind wirklich wahrscheinlich nur Optionen, ne? Ja. Warte mal, speichern und laden? Ne, das wäre lame. Der berühmte Thinker. Schneidersitz, der, genau. Ich habe einen stumpfen Schlag, ja. Das wurde nicht erwähnt. Warte. Nein. Sie hat nie erwähnt, dass... Euer Ehren, diese Aussage widerspricht diesem Beweis. Na ja? Warum? Ich habe alles gesehen und habe alles gesagt, aber komplett ausgelassen, dass diese Uhr, die Lampe umgefallen ist. Hä? Nee. Hä? Das ist doch kompletter Quatsch. Sie sieht doch kaum was. Das ist kompletter Bullshit. Ja. Wandte nach rechts. Warte mal. Ich glaube, ich hab da was. Wartet mal. Den Schreibtisch sieht sie nicht. So. Den Schreibtisch siehst du nämlich nicht. Achso. Upsilon. Natürlich ist das ein Fehler. Also bitte, hier. Schreibtisch. Warte, wo ist meine Maus? Das hier ist der Schreibtisch. Sie sieht nur einen Bruchteil. Und es war dunkel. Was ein Quatsch. Als wir hin sind, war kein Licht an. Deswegen kann die uns auch gar nicht gesehen haben. Deswegen ist das kompletter Quatsch. Deswegen ist ja hier die Aussage schon kompletter Bullshit. Verstehe die Logik des Spiels noch nicht. Ich war da gar nicht da. Was mit dem Licht von ihrer Wohnung? Ja, vielleicht aber nicht so weit. Nur weil du in deinem Wohnzimmer das Licht an hast, siehst du im Wohnzimmer gegenüber auf der anderen Straßenseite auch nicht, was die treiben, wenn das Licht aus ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, I don't know. Was soll ich machen? Na, gegenüber heißt in der Regel, dass da eine Straße dazwischen ist. Also sind das schon so ein paar Meter. Schluss mit der Waffe. Ja, ich habe keinen Plan. I don't know. Ich habe alles angegriffen. Ich finde nichts. Weiß ich nicht. Hier, nimm das. Was weiß ich. Warte, was Sie gerade gesagt haben, war eine schöne Enthüllung.
Enthüllung? Oh, das würde Ihnen so gefallen. Sie böse junge Herr Rechtsanwalt. Sie haben gesagt, dass diese Statue des Denkers eine Uhr war. Das kann man aber nicht wissen. Da habe ich sie doch angegriffen. Genau mit diesem Punkt. Und da hieß es, oh, das wurde schon gesagt. Wo ich dachte, okay, habe ich wohl vergessen. Das Spiel will mich verarschen, oder? Hä? Das Spiel hat mich doch quasi gerade verarscht. Ich wollte sie angreifen in dem Punkt, dass es eine Uhr ist, was sie nicht wissen konnte. Und dann hieß es, oh, das wurde ja vorhin schon mal gesagt. Da habe ich mir gedacht, okay, habe ich wohl nur überlesen und nicht mitbekommen, dass es gesagt wurde. Und deswegen habe ich es komplett ignoriert. Ich fühle mich betrogen. Ich fühle mich wahrlich betrogen. Das kann man aber nicht wissen, wenn man sie nur sieht. Neulich sagt jemand anderes, in der gleichen Position wie sie, jetzt auch Uhr dazu. Und er wurde des Mordes für schuldig befunden. Ruhe, Ruhe! Frau May, können Sie uns erklären, woher Sie wissen, dass es eine Uhr war? Oh, die Zeugin hat den Mord mit eigenen Augen gesehen. Das ist alles, was hier zählt. Die Verteidigung versucht, die wahren Tatsachen durch banale Aspekte zu verschleiern. Ja, ja, natürlich. Sie werden diese Frage zurückziehen, Herr Wright. Aber Fragen sind das Einzige, was ich habe, euer Ehren. Wie Sie sich erinnern können, habe ich schon Mörder mit diesen Fragen überführt. Okay, nur einmal. Einspruch stattgegeben, Sie dürfen mit der Befragung der Zeugin fortfahren. Oh, das war knapp. Hätte er mich jetzt gestoppt, wäre der Prozess vorbei. Hä, was? Nun, also was passiert jetzt? Also, Sie beantworten jetzt meine Fragen. Woher wussten Sie, dass das eine Uhr war? Was? Das ist... Weil ich sie gehört habe. Ja, ich habe gehört, wie sie die Uhrzeit ansagte. Also waren Sie mal in der Anwaltskanzlei Fay und Partner? Nein. Nee, das habe ich nicht gesagt. Warum sollte ich da hingehen? Haben Sie im Hotelzimmer gehört? Die Anwaltskanzlei Fay und Partner war der Mordgescheiß in der Nähe des Hotels. Der hätte die Uhr leicht hören können. Nun, Herr Wright, sind Sie jetzt zufrieden? Nein, das Uhrwerk wurde rausgenommen. Nein, euer Herrn. Ich kann es nicht aufgeben. Ich bin nicht zufrieden, denn... es läuft doch beides das Gleiche raus. Euer Ehren, verehrtes Gewicht. Es ist völlig undenkbar, dass die fragliche Uhr klingelte. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Das ist ein Zeug, Quatsch, dass es der Bums war. Wie können Sie das? Sehen Sie selbst nach, sobald es Ihnen möglich ist. Oh! Sehen Sie etwas Interessantes, euer Herrn? Die Verteidigung hat recht. In der Uhr fehlt das Uhrwerk. Sie ist ganz leer. Herr Wright, würden Sie bitte dem Gericht erklären, was das zu bedeuten hat? Es ist so, wie es aussieht. Die Uhr war leer. Sie hätte nicht läuten können. Deshalb ist diese Zeugin eine dreiste, fette Lügnerin. Fett? Nun, Miss, Frau May. Da haben Sie eine schöne Show veranstaltet, Herr Wright. Er wusste, dass die Uhr leer war? Irgendwie wusste er es. Sie haben jedoch leider eines vergessen. Die Uhr ist wirklich leer. Wie Sie schon sagten, sie kann nicht läuten. Wir müssen uns aber fragen, wann wurde das Uhrwerk entfernt? Geschah es, nachdem die Zeugin sie gehört hat, gibt es keinen Widerspruch. Das stimmt. Das ist eine Möglichkeit. Die Uhr hätte geleert werden können, nachdem sie gehört hat. Genau so ist es gewesen, euer Ehren. Nun, Herr Wright, können Sie beweisen, wann das Uhrwerk entfernt wurde? Ja. Haha, natürlich nicht. Ich kann's beweisen. Was? Haben Sie mir nicht gesagt, dass Beweise alles sind? Nun, ich habe Ihnen zugehört. Und nun zeige ich Ihnen Ihren heißgeliebten Beweis. Der Beweis für den Zeitpunkt, an dem das Uhrwerk entfernt wurde. Sehen Sie sich das an. Das ist ja ein sehr niedliches Handy. Sie haben ein Girly-Handy? Moment mal, das ist nicht mein Handy. Hören Sie zu.
Das ist das Handy der Angeklagten. Es enthält eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung eines Gesprächs mit dem Opfer am Tag des Mordes. Ruhe! Ruhe! Einfach outplayed. Den outplayen wäre jetzt wichtig. Das Handy der Angeklagten? Das wurde mir nicht mitgeteilt. Genauso wie mir nicht mitgeteilt wurde, dass du einen neuen Schieß-mich-tot-Auftrag gemacht hast. Autopsie, hier so. Vielleicht hat das Inspektor Gamsch übersehen. Der gute Inspektor sollte besser an seine altfällige Beurteilung denken. Sie haben ein Mitgefühl, Edgeworth. Nicht wirklich. Spielen Sie das Gespräch ab. So, du möchtest also, dass ich mit dir Dinger für dich auch, wenn es dir nichts ausmacht. Oh, ich sollte noch sagen, dass die Uhr zur Zeit nicht spricht. Was? Sie funktioniert nicht? Sehr schwach. Ich muss ja das Uhrwerk rausnehmen. Tut mir leid. Euer Ehren, diese Aufnahme beweist, dass das Uhrwerk bereits entfernt worden war. Und dies wurde am Morgen aufgezeichnet, noch bevor die Zeugin im Hotel ankam. Nun, Frau May, würden Sie das dem Gericht bitte erklären? Woher wussten Sie also, dass die Waffe eine Uhr war? Nun, ist das nicht offensichtlich? Habt ihr die Uhr schon mal gesehen? In welchem Laden war das gleich wieder? Ich gehe in so viele. Ups, hab's vergessen. Winker. Die Zeugin hat sie also zuvor schon mal gesehen. Das würde es erklären. Hat die Verteidigung etwas einzuwenden? Herr Wright, natürlich! Die Zeugin behauptet, sie hätte sie schon mal gesehen. Das widerspricht direkt einem mit dem Gericht bereits vorliegenden Beweisstück. Nun, dann zeigen Sie es uns. Liefern Sie bitte mit dem Beweis, dass die Zeugin die Uhr zuvor noch nie gesehen hatte. Von Per Baskin, hä? Es ist einfach. Diese Uhr war noch nie in einem Laden. Was? Ein Freund von mir hat diese Uhr gemacht. Es gibt nur zwei davon auf der ganzen Welt. Und die eine, die nicht hier ist, verwahrt die Polizei. Oh, unmöglich. Alles gibt es in Geschäften zu kaufen. Frau May, ist es nicht höchste Zeit, sich eine bessere Ausrede zu besorgen? Ach ja, heute keine Ausreden im Angebot. Was soll das denn? Sie Schweinebacke! Die dumme Uhr hat keine Bedeutung, okay? Sie war's! Sie soll dafür sterben! Stirb! What? Boah, jetzt lassen wir mal schön die Kirche im Dorf! Der alte Richter erstmal. Boah! Dies ist ein Gerichtssaal und die Zeugin wird sich ruhig verhalten! Ach ja? Oh, ach ja. Ich Dummerchen. Ich bin wohl etwas ausgetickt. Glaube ich zumindest. Zwinker. Beängstigend. Frau May, ich habe eine Frage. Sagen Sie, woher wussten Sie, dass die Waffe eine Uhr war? Oh Mann. Kann die Verteidigung etwas zu diesem Verhalten sagen? Ja, euer Ehren. Lassen Sie mich erläutern, was sich abgespielt hat. So, April May, Sie wussten, dass die Waffe eine Uhr war, denn... Sie hätten davon gehört. Die Zeugin hatte die Uhr niemals in den Händen. Aber sie hätte gehört, dass es eine Uhr war. Sie hätte gehört? Richtig, euer Ehren. Sonst hätte sie nicht wissen können, dass der Denker eine Uhr war. Und ich kann es beweisen. Nun, das ist interessant. Dann lassen Sie es uns sehen. Zeigen Sie den Beweis, dass die Zeugin gehört hat, dass die Waffe eine Uhr ist. Die Wanze! Sehen Sie sich das an! Das habe ich in Frau Mays Zimmer gefunden. Herr Wright, bitte erklären Sie dem Gericht, was das ist. Frau April May, Sie haben das Telefon des Opfers von Mia Fey abgehört, nicht wahr? Bist du jetzt? Euer Ehren, das ist irrelevant. Ich bin mir da nicht so sicher. Einspruch abgelehnt. Es beunruhigt mich, dass unsere Zeugin im Besitz einer Wanze war. Das ist ja ungeheuerlich. Behauptet die Verteidigung, die Zeugin hätte Mia abgehört? Genau das! Auch wenn das so wäre, und das ist es nicht, müssten sie noch immer etwas beweisen.
hat das Opfer jemals am Telefon gesagt, dass die Waffe eine Uhr ist? Können Sie das beweisen? Ich glaube nicht. Ach ja, ich glaube schon. Es ist einfach. Was? Hier ist der Beweis. Der Beweis, dass das Opfer am Telefon gesagt hatte, dass die Waffe eine Uhr war. Oh. Warte, kann ich das nochmal prüfen? Ja, hier. Haben wir doch alle gerade eben gehört erst. Da, nochmal. Zeige das Handy der Angeklagten. Ja, das hatten wir schon. Hören Sie sich erneut das Gespräch der Angeklagten mit dem Opfer an. Mia, was ist das? Nun. So. Es ist eine Uhr. Sie sieht aus wie diese Statue, der Denker. Und sie sagt die Uhrzeit an. Frau April May, Sie haben eine Wanze benutzt, um dieses Gespräch abzuhören. So haben Sie erfahren, dass der Denker eine Uhr war. Liege ich falsch? Ich... Euer Ehren, das ist lächerlich. Euer Ehren, schauen Sie ins Gesicht der Zeugin. Sieht sie amüsiert aus? Die Verteidigung verlangt eine Antwort. Zeugin, antworten Sie. Haben Sie Mias Telefon angezapft? Frau May. Seien Sie still, alle. Wer gibt Ihnen das Recht, so mit mir zu reden? Sie Anwalt. Oh nein, Sie Anwalt. Welch Beleidigung. Jetzt hat sie es mir aber gegeben. Das ist nicht fair, dass Sie alle auf einmal gegen mich sind. Bin ich jetzt also die Böse? Ist das so? Ist das so? Das war's. Das Gericht hat jetzt die echte April May gesehen. Jetzt noch der letzte Schlag. Now she's angry. Was heißt, Sie haben es getan? Das ist eine Frage, dass Sie den Mord begangen haben? Nee, ne? Wozu die Wanze? Die interessantere Frage. Warum haben Sie Ihr Telefon angezapft? Beantworten Sie die Frage. Muss ich das? Das ist doch ein Mordprozess. Das ist dann ein bisschen Abhören nicht eher irrelevant? Mist, sie sagt genau das, was Edwards von ihr hören will. Frau May, Sie haben das Telefon des Opfers angezapft. Das ist wohl kaum irrelevant. Das Gericht missbilligt zwar den Ton der Verteidigung, aber sie hat durchaus recht. Nun, Frau May, haben Sie eine Erklärung für das Gericht? Können Sie mir beweisen, mit dem Mord nichts zu tun zu haben, obwohl Sie sie abhörten? Ah, mal sehen, wie sie sich daraus windet. Herr Anwalt, ich habe dieses fiese Grinsen gesehen. Sie haben wohl gedacht, mal sehen, wie sie sich da wieder rauswindet, nicht wahr? Verdammt, sie ist gut. Nun, Sie sind nicht der Erste, der das dachte. Und natürlich schaffe ich das. Das ist nicht ernst. Nicht möglich. Wohl möglich, ja. Und ich versichere Ihnen, dass es mein Ernst ist, Herr Anwalt. Okay? Also, der Mord passierte so gegen 21 Uhr abends. Nun, das war genau dann, als der süße Page mit dem Zimmerservice bei mir war. Zimmerservice? Eiskaffee war es, glaube ich. Eiskaffee? Sie wissen schon. Wie normaler Kaffee, nur kalt. Stimmt nicht ganz. Wenn Sie ihn nicht schnell trinken, schmilzt das Eis und Sie haben nur kalten Kaffee. Eiskaffee? Dann denken Sie, das wäre gelogen? Fragen Sie den Pagen. Zwinker. Folglich war die Zeugin zu diesem Zeitpunkt nicht am Tatort. Was sagt uns das also? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass die Zeugin offenbar das Telefon des Opfers abgehört hat. Das ist jedoch ein separates Verbrechen, das keinerlei Bedeutung für diesen Fall hat. Ihre Aussage hat Bestand. Sie sah, wie die Angeklagte Maya Faye ihren Mord verübte. Nein. Die lassen sich einfach so davonkommen. Ich kann nur gewinnen, wenn ich Frau May irgendwie mit dem Mord in Verbindung bringe. Nun, hat die Verteidigung etwas zu sagen? Nun. Lass dir was einfallen. Ich weiß nicht, ob wir sie weiter verhören sollten.
Ich finde, die Fälle sind sauber gut gemacht. Was denkst du? Das ist jetzt erst der zweite oder eigentlich der erste nach dem Tutorial. Von daher, also es ist durchaus spannend und macht Spaß, ja. Vor allem jetzt, wo ich so langsam verstehe, was das Spiel von mir möchte, wie ich es zu spielen habe. Das ist ja das, was ich beim Anfang... Deswegen, ich habe ja ungefähr über die Hälfte meiner Punkte sinnlos verballert, weil ich nicht verstanden habe, was das Spiel von mir will. Und weil ich angelogen wurde vom Spieler. Ich würde den Pagen rufen. Ich glaube, da kriegen wir mehr raus. Die Verteidigung möchte den Hotelpagen als Zeugen aufrufen. Da ist was Verdächtiges und ich werde dem auf den Grund gehen. Ich denke, sie sind schon tief genug gesunken. Ich hebe Einspruch dagegen, den Pagen aufzurufen. Warum? Aus welchem Grund? Weil ich denke, dass das Abhören nichts mit dem Mord zu tun hat. Jo, ich denke schon. Jedoch, wenn Sie einer Bedingung zustimmen, werde ich den Aufruf des Zeugen zulassen. Bedingung? Wenn das Alibi von Frau May nach der Befragung des Pagen bestätigt ist, erkennen Sie an, dass Frau Applemay nicht die Mörderin und somit unschuldig ist. Folglich müssten Sie akzeptieren, dass Frau Maya Fay schuldig ist. Jetzt sieht der Name, nee. Das ist meine Bedingung. Was? Ich sollte wohl besser etwas Verdächtiges in der Aussage des Pagen finden. Andernfalls wird Maya sofort für schuldig erklärt. Was soll ich nur tun? Wie aufgeben oder die Bedingung... Was ist das für eine Aussage? Ja, natürlich akzeptiere ich ihn bei der Auswahl. Das ist ja Quatsch. Also gut, ich habe nichts zu verlieren. Also, Gedanke. Na ja gut, ich habe nichts zu verlieren, außer alles. Verstanden. Ich akzeptiere die Bedingung. Idiot. Direkt in die Falle gegangen. Oh je. Moment. Schuldverschachern, yay. Nun gut. Das Gericht ruft den Hotelpagen in den Zeugenstand. Kommt der denn auf einmal jetzt her? Ich denke, wir sind bereit für die Aussage des Zeugen. Er sieht sicherlich aus wie ein Page. Ist das auch der? Ich habe das Gesicht nicht gemerkt. Ja, ich habe Ihre Vorladung mitten bei der Arbeit erhalten. Ich bin froh, helfen zu können. Dieses Teeservice sieht recht schwer aus. Also soll der Zeuge gleich mit seiner Aussage beginnen. Ich helfe bei den Keksen. Also, nein, okay. Nun gut, Sir. So, Zeugenaussage. Ich bin der Chefpage im feinen Hotel Gatewater, was bestimmt nicht an Watergate angelehnt ist. Seit 4 Generationen erfolgreich. Seit 4 Generationen. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, es war nach 20 Uhr. Da kam ein Anruf von unserem Gast Frau May. Sie bestellte einen Eiskaffee für Punkt 21 Uhr auf ihr Zimmer. Ich habe ihn ihr natürlich genau zur gewünschten Zeit gebracht. Kannst du es ja davor gemacht haben. Er hat eine Stunde Zeit gehabt. Und ich habe den Eiskaffee unserem Gast vom Frau May persönlich übergeben. Aber draußen. Verstehe. Die Verteidigung darf mit dem Kreuzfeuer beginnen. Richtig, ich bin bereit. Hoffe ich. Jetzt geht's drum. Wenn ich jetzt nicht beweisen kann, dass Frau May in den Mord verwickelt war. Ist mal erledigt. So, vielleicht soll ich doch speichern. Oder habe ich wieder volle Leiste? Nee. Ja, das ist schön. Sind Sie sicher, dass Frau May am Telefon war? Ganz sicher. Wie können Sie so sicher sein? Ich habe Frau May persönlich eingecheckt. Ich habe ihre umwerfende Ausstrahlung wahrgenommen und auch ihre Stimme gehört. Und dann sah ich sie. Und ich, es ist so. Ich konnte mich sehr gut an sie erinnern. Ja, was war dann? Bestell doch für... So. Punkt 21 Uhr, sagen Sie? Ja. Ich habe mir dieses Detail mehrmals bestätigen lassen. Sie sah sich eine Sendung an und wollte den Kaffee anschließend trinken. 21 Uhr, der Zeitpunkt des Mordes. So. Genau um 21 Uhr also. Genau, exakt und ganz bestimmt. 21 Uhr abends. Wie können Sie so sicher sein? Frau May bestand mit Nachdruck darauf, dass er genau dann gebracht werden sollte. Oh, Page, hihi. Ich möchte Eiskaffee exakt um 21 Uhr. Sie wissen schon. So in etwa. Deshalb klopfte ich an ihre Tür, genau als es 21 Uhr schlug. Warum bestand sie so nachdrücklich auf diese Zeit? So, persönlich übergeben, ja.
Sind Sie sicher, dass es Frau April May selbst war? Absolut. Absolut? Ja. Wie in sowas von absolut. Ist eine nette Angewohnheit von mir. Warum sind Sie sich so verdammt sicher? Nun, als ich den Zimmerservice... Als ich den Zimmerservice brachte, gab sie der Gast mir ein Embracer. Embracer? Ist das französische Umarmung? Das heißt auf Französisch Kuss, aber kein richtiger. Eher ein Bussi auf die Wange. Warum sollte sie das tun? Ich denke, vielleicht war sie in dem Augenblick von meinem untadeligen Benehmen angetan. War ein Moment, den ich niemals, wirklich niemals vergessen werde. Klingt mir ziemlich faul. Ich glaube, Frau May führt was im Schilde und wollte, dass der Page sich an sie erinnert. Ja, no shit. So. Zetze. Endlich sehen Sie es ein. Dieser Page hat absolut keinen Grund zu lügen. Nun, wenn Sie etwas Anstand hätten, würden Sie dieses mühselige Kreuzverhör jetzt beenden. Es war etwas mühselig. Der Zeuge darf den Zeugenstand verlassen. Kann er sich zulassen, oder doch? Ich protestiere erstmal. Moment! Bitte warten Sie. Ja? Hat die Verteidigung noch etwas hinzuzufügen? Eine letzte Frage. Lassen Sie mir noch eine letzte Frage stellen. Euer Ehren. Was? Euer Euren. Und Tippfehler. Ich erhebe Einspruch. Diese Justizscharade hat schon lange genug gedauert. Na, Herr Edgeworth. In Ordnung, Herr Wright. Ich gewähre Ihnen noch eine Frage, aber nicht mehr. Okay. Jetzt geht's um alles. Das ist meine letzte Chance. Wonach frage ich bloß? Es sollte... Was ist das denn? Das Bett war gemacht. Habt ihr überhaupt einen Fernseher im Zimmer? Nee, ne? Leute, hallo. Weiß nicht, ob ich hier sein will, wenn du das böswillige Lego-Stück nachts auf dem Weg ins Bad bist. Du kannst ja auch daneben treten. Ich lieg dir nur im Weg. Ob du auf mich trittst, ist was anderes. Was frage ich denn? Aber hey, endlich mal jemand, der meine Bio liest. Und Tolkirsche, danke für den Follow. Hä? Guck mal, Strategy, wie lange bist du schon da? Hast du jemals meine Kanalbeschreibung gelesen? Nee, ne? Die habe ich auch gelesen. Dann sollst du ja wissen, worum es geht. Ja, das bringt mir hier alles nichts, ne? Höchstens das hier. Ich auch! Ja, jetzt sagen sie wieder alle ja. Dass man kurz Zeit hat, dazu zu lesen. Ich speichere jetzt. Einchecken ist scheißegal. Wir konnten uns im Zimmer das Bett anschauen. Das muss ja was bedeutet haben. Oh, Zimmerservice oder Betten machen? Zimmerservice oder Betten machen? Die Betten? Das sind halt Betten, mein Gott. Vielleicht noch den Zimmerservice, keine Ahnung. Wie war das wieder mit dem Zimmer? Das ist falsch. Nochmal? Punkt 21 Uhr habe ich den Zimmerservice zu Frau May auf Zimmer 303 gebracht. Der Gast hatte Eiskaffee für 18 Dollar bestellt. Was ist das denn für ein Eiskaffee? Sehe ich eine ganze Kaffeemaschine für. Verstehe. 18 Dollar? Ist das nicht etwas teuer? Ja, nun, Eiskaffee für zwei, verstehen Sie? Und wir knausern nicht mit dem Eis. Was hat er da gesagt? Was haben Sie da gesagt? Eigentlich nichts. Page, sagen Sie uns sofort die Wahrheit. War noch jemand anderes im Zimmer von Frau May? Einspruch. Dagegen muss ich Einspruch erheben. Einspruch abgelehnt. Der Zeuge wird die Frage beantworten. Verstehe. Warum haben Sie das in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Nun, Sie haben, nicht danach gefragt. Netter Versuch.
Das ist genau das, was sie eigentlich hätten erwähnen sollen. Ach ja, gut, in der Tat. Es war der ehrenwerte Staatsanwalt dort, Herr Edgeworth, der... Er hat mich darum gebeten, das nicht zu erwähnen, sofern ich nicht ausdrücklich gefragt werde. Idiot! Ah ja. Ich hab's geschafft, ich hab gewonnen! Haben wir? Frau Applemoy hat in ein Doppelzimmer eingecheckt mit einem Mann, korrekt? Ja. Als sie ihn dann den Zimmerservice gebracht haben, haben sie den Mann nicht im Zimmer gesehen. Das stimmt. Euer Ehren, wir haben gerade von einer anderen Person erfahren, die als Mörder in Frage kam. Wegen dieser Umstände halte ich es für unmöglich, die Anklage aufrechtzuerhalten. Stimmen Sie zu, Herr Edgeworth. Wer ist diese andere Person? Ganz einfach, es war... Er selbst? Um 21 Uhr war er denn nicht da, Der Mann, der zusammen mit Frau May eingecheckt hat. Wie bereits offenbart wurde, hat Frau Applemoy das Telefon des Opfers abgehört. Doch Frau May selbst hat ein Alibi für den Zeitpunkt des Mordes. Das entlastet jedoch nicht den Mann, der mit ihr zusammen war. Zum Zeitpunkt des Mordes hat der Page keine weiteren Personen im Zimmer gesehen. Tja, was für eine günstige Entwicklung. Aber es ist zu spät. Zu spät? Das könnte Ihnen so passen, dass es zu spät wäre, nicht wahr? Schließlich haben Sie dem Gericht die Anwesenheit des anderen Mannes vorenthalten. Ein Porkömmling, Anfänger. Diese Anschuldigungen sind lächerlich. Das reicht. Das Gericht erkennt das Argument der Verteidigung an. Ich erwarte, dass die Anklage und die Verteidigung diese Angelegenheiten ganz aufklären. Haben Sie mich verstanden? Ja. Oh ja, euer Ehren. Das ist alles für heute in der Verhandlung von Maya Fey. Die Verhandlung ist vertagt. Wie vertagt? Noch nicht mal fertig? Oh. Okay. Wie lange geht denn so ein Kapitel? Oh Gott. Ich habe das noch nie gelesen, wer sie sind. Das machen sie auf meinem Bildschirm. Tobias, das ist so. Du hast vor ungefähr 3 Jahren Arbeitsspeicher, also RAM, runtergeladen, ne? Kannst du dich daran erinnern? Und ja, es war halt nicht so ganz legitim, und weil RAM runterladen geht halt nicht. Da hat man dich verarscht und da wurde so ein kleiner Virus bei dir installiert, der jetzt jedes Mal, wenn ich live gehe, meinen Stream auf deinen Monitor legt. Und den kannst du auch nicht wegklicken. Ist dir vielleicht schon aufgefallen. Deswegen bist du auch dauernd hier und guckst zu. Vor Lego-Stücken sollte man sich immer in Acht nehmen. Nicht nur vor Lego-Stücken. Auf was bin ich schon alles getreten? Auch große Bauklötze tun scheiße weh. Kann ich euch sagen. Und ich weiß, der Follower geht gerade nicht. Ich weiß nicht, warum. Zweimal gefixt, zweimal danach wieder kaputt. Und kleine Spielzeugautos. Und was da oben alles rumliegt. Nee, so viel Zeilen habe ich nicht. So. Ja, right. Sie waren toll da drin. Wirklich? Ich denke, ich bin jetzt Ihr größter Fan. Ach, ich habe doch nur meinen Job gemacht. Wissen Sie... Der andere Anwalt war aber auch ziemlich cool. Ne? Sein Gesicht, die großen Augen, die bebenden Lippen. Das sind mir Schauer den Rücken runtergejagt. Wenn Sie meinen. Was passiert jetzt mit mir? Kann ich jetzt nach Hause? Nun, leider nicht. Ich glaube nicht. Noch nicht. Ach, ich verstehe. Aber ich habe in der heutigen Verhandlung einen tollen Hinweis bekommen. Ein Hinweis? Der Mann bei Frau May. Er ist der Schlüssel. Oh, ich verstehe. Was ist mit Frau May danach passiert? Sie haben sie verhaftet. Ich denke, sie lernt jetzt, dass Scham nicht immer genügt. Sie ist wahrscheinlich in der Strafanstalt. Vielleicht muss ich später noch zu ihr. Oh Gott, bitte nicht. Wie auch immer. Dieser Fall ist längst noch nicht abgeschlossen. Das stimmt. Ich werde mehr über diesen Mann herausfinden. Glauben Sie, er war derjenige, der... Das ist möglich. Ach, Schwesterherz. Keine Sorge, ich finde ihn bis morgen. Versprochen. Wie groß ist diese Stadt oder wie klein? Gibt es hier nur 5 Häuser? Dann ist das einfach, wenn das jetzt irgendwie sowas ist wie, was weiß ich, vielleicht ja schon München.
Such mal eine bestimmte Person alleine in München. Tja, nee. Ich zähle auf Sie. Ich habe eine vollständige Abschaft von Apple Mais Aussage angefordert. Dachte, sie könnte während der morgigen Verhandlung hilfreich sein, oh Gott. Aber jetzt, wo ich sie habe, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ihre Aussage bestand überwiegend aus Lügen. Eigentlich ist nur ein Teil übrig, der nicht aus dem Protokoll gestrichen wurde. Das Opfer wich seinem Angriff aus und wandte nach rechts, dann wurde sie getroffen. Mays Aussage zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja. Das Opfer wich einem Angriff aus und wandte nach rechts, dann wurde sie getroffen. Ich weiß nicht, wie viel mir das jetzt überhaupt bringt. Wie auch immer. Ab auf die Straße und Nachforschungen anstellen. Maya hat in der Strafanstalt nichts verloren und es liegt an mir, sie da rauszuholen. Fortsetzung folgt. Oh Gott. Oh. Speichern, wunderbar. Ja, speichern. Dann machen wir das zu 9.3. So. Guck mal, ich hab den Safe gar nicht gebraucht, ja? Gott sei Dank.